Mein Name ist Tobias Axt. Ich hatte auch das letzte Webinar schon gemacht und ich werde es jetzt heute einmal durch die Basisthemen durchleiten. Aber jetzt bei einer neuen, fangen wir mit der Anlage einer neuen Nebenstelle an. Sie haben ja hier die Administrationsoberfläche von dem VTK-Portal. Sie haben hier oben die Obergruppen, Nebenstellen, Anrufsteuerung, aktive Anrufe, Statistiken, Telefonbuch, Provisionierung und System. Bei Nebenstellen sehen Sie generell erstmal die Anzahl der existierenden Nebenstellen, die schon angelegt sind und wie viele aktuell an der Telefonanlage registriert sind. Wenn ich jetzt hier auf dieses Männchen auf der linken Seite gehe, in die Verwaltung, habe ich meine Übersicht der aktuellen angelegten Nebenstellen und auch an welcher Lokation und so weiter sie vorhanden sind. Wenn wir jetzt eine neue Nebenstelle hinzufügen wollen, gehen wir hier oben auf Menü, neue Nebenstelle anlegen, vergeben jetzt hier einen neuen Namen. Max Mustermann haben wir schon, machen wir Tobias. Die Durchwahl schlägt das System automatisch vor anhand des vorhandenen Blocks. Also es wird automatisch geprüft, welche nächste Durchwahl verfügbar ist. Dieses ist auch nur ein Vorschlag. Wenn ich jetzt hier die Lokation nehme, nehmen wir einfach mal Frankfurt. Da wäre jetzt zum Beispiel die 1 frei. Ich könnte aber auch daraus die 10 zum Beispiel machen, wenn die dann frei ist. Wenn ich MyPBX im Einsatz habe, kann ich hier das Passwort dafür generieren lassen. Wenn ich jetzt noch einen Fax-to-Mail-Server im Einsatz habe und eine Voicemail mir per E-Mail zur Verfügung stellen lassen möchte, trage ich hier entsprechend dann meine E-Mail-Adresse ein für den User. Kann das Ganze dann auch kopieren natürlich und dann da eintragen. Um das Passwort nachher zu haben, kann ich das natürlich anzeigen lassen, rauskopieren und dann zur Verfügung stellen. Soll das eine versteckte Nebenstelle sein, muss hier vorher der Haken gesetzt werden, dass die Nebenstelle nicht für alle Leute im Verzeichnis angezeigt wird. Wenn ich jetzt auf Weiter klicke, habe ich die Möglichkeit, hier Geräte hinzuzufügen. Wenn es ein Hardware-Telefon ist, arbeiten wir seit einem halben Jahr ungefähr jetzt als Anmeldename mit der MAC-Adresse und schreiben dann in der Bezeichnung den Gerätetyp rein. Wenn ich jetzt ein Softphone habe, kann man das einfach so SW-Phone zum Beispiel nennen. Da muss ich nachher dann manuell auf dem PC mehr eintragen. Dann nenne ich das einfach SW-Phone und mache dann immer bitte aktualisieren drücken, dann wird das automatisch hinzugefügt. Wenn Sie jetzt als Admin nicht das PBX-Passwort bei jedem User hinterlegen wollen, muss dieser Haken rausgenommen werden. Dann wird das Passwort, was wir vorher angezeigt und erzeugt haben, für den Nutzer für diesen Gerätetypen genommen. Dieses kann man bei den Software-Phones so machen. Bei der Hardware empfiehlt sich, das PBX-Passwort zu nehmen, weil die automatisch provisioniert werden und sich die ganze Konfiguration ziehen. Wenn wir Anlagen mit IP-Filter im Einsatz haben, also sprich, wo wir wissen, der Traffic darf eigentlich nur von bestimmten IP-Adressen kommen und ich habe aber jemanden, der jetzt aus dem Homeoffice arbeitet mit seinem Softphone, muss ich den Haken hier bei kein IP-Filter aktivieren. Hier könnte ich jetzt noch weitere Geräte hinzufügen, immer nach dem gleichen Prinzip. Dann kann ich zu den Gruppen sagen, zu den Gruppen gehen. Wir lassen ihn jetzt erstmal oder in keiner Gruppe drin, sondern wir lassen ihn erstmal außen vor. Und hier kann ich jetzt noch die Lizenzen hinzufügen. Ich kann jetzt sagen, okay, ich habe jetzt noch eine Fax-Applikation soll er kriegen. Ja. Und oder die Mobility und hier unten Port, das wird eigentlich übers Template. Dann machen wir UC-Paket komplett. So. Und dann drücke ich Speichern und dann wird das entsprechend angelegt. Wenn jetzt an der Anlage, und das ist eigentlich in den meisten Fällen ein Template hinterlegt ist, ist es zu empfehlen, dieses dann auch entsprechend auszuwählen. Weil in Templates sind einfach gewisse Vorkonfigurationen von uns schon hinterlegt, wo
für zum Beispiel für gewisse Lokationen gewisse Parameter zur Verfügung gestellt werden, gewisse Standardtasten, Funktionstasten auf dem Telefon hinterlegt werden. Das kann ich alles über das Template machen. Diese Templates werden bei der Ersteinrichtung der Anlage mit eingerichtet und können auch mit abgestimmt werden. Also sprich, wenn Sie gerne gewisse Templates haben möchten, müssten wir die einmal vorher anlegen. Ich sag mal, gewisse Benutzergruppen oder Sie haben gewisse Ausstattungsgruppen, dann wird man das über ein Template definieren, um weniger Konfigurationsaufwand zu haben. Jetzt haben wir diese Nebenstelle angelegt. Jetzt möchte ich aber, dass zum Beispiel der Tobias und der Max sich gegenseitig Telefonate entgegennehmen können, also eine Pickup-Gruppe machen. So, und jetzt gehe ich in Mehrfach-Nebenstellenverwaltung, ziehe mir einmal den Max und den Tobias rüber, sag weiter und gehe in das Thema Gruppen. Ich sage jetzt erstmal Gruppe hinzufügen. Gruppe 1, mach mal eine neue Gruppe. Gruppe Pickup. Und beide sollen aktives Mitglied sein. Das ist wichtig, weil ansonsten kann ich hier diesen Gruppenindikator nicht setzen. Also ich muss in einer Gruppe ein aktives Mitglied sein, um auch dann entsprechend in dieser Gruppe mir Anrufe heranziehen zu können. So, ich will hier ein Pickup machen, das heißt, ich setze hier dann bei Group Indication Pickup, sage dann Speichern. Jetzt haben wir bei dem Max jetzt sehe ich hier unter Gruppenzugehörigkeit, dass er ein aktives Mitglied von Pickup ist und bei dem Tobias auch. Wenn ich jetzt für den Max eine Taste für das Heranrufen von Telefonaten von Tobias hinterlegen möchte, gehe ich auf Bearbeiten, Funktionen, habe hier meine Tasten auf dem Display. Ich klicke hier unten jetzt mal auf die 4, einfach die Funktion, sage Pickup. Ich nenne es einfach mal Pickup. Kann hier noch dann entsprechend irgendein Icon setzen. Callback. Dann kann hier noch sagen, ich möchte einen Hinweiston haben oder die LED soll mit blinken auf dem Telefon. Die Anrufernummer soll nicht mit übermittelt werden, aber das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen es so behalten. Sagen wir aktualisieren. Aktualisieren. Und wenn ich jetzt auf mein Telefon, ich habe es jetzt einfach mal mit eingebunden, gehe, sehe ich jetzt hier unten die Pickup-Gruppe. Das heißt, hier wird dann ein Anruf bei Tobias erscheinen und ich könnte dann auf dem Telefon da draufklicken und dieses Telefonat annehmen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte Anrufumleitungen für den Tobias definieren möchte, gehe ich hier auf die Überarbeiten. Das kann ich auch immer gerne für unterschiedliche Gruppen machen oder für mehrere Nutzer. Klicke auf Anrufumleitung. Ich kann hier definieren, nach wie vielen Sekunden zum Beispiel bei nicht drangehen, die Weiterleitung greifen soll. Ich würde sagen jetzt einfach mal nach 5. Anrufumleitung aktivieren. Und da fügen wir jetzt einfach mal eine hinzu. Und zwar in der Expertenansicht, weil da habe ich mehr Möglichkeiten. Umleitung bei nicht erreicht. Umleiten nach. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen an den Max. Aber nur, wenn immer externe Anrufe. Das heißt, die internen können ja aber meinen Status sehen, wo sie sind. Und können dann eigentlich brauchen sie mich nicht anrufen, wenn ich nicht erreichbar bin. Ich kann hier zusätzlich auch noch sagen, Öffnungszeiten gelten für mich und dann wird das würden die Regeln hinter Öffnungszeiten entsprechend erfüllt sind, würden die greifen. So, jetzt hätten wir
eine Umleitung gesetzt für Anrufe. Wenn ich nach 5 Sekunden nicht dran gehe, die gehen automatisch an den Max und auch nur innerhalb der Öffnungszeiten greift das Ganze. Wenn ich jetzt noch eine weitere Umleitung machen möchte, wenn ich besetzt bin, dann kann ich hier hingehen und sagen, okay, bei besetzt möchte ich das an die Voicebox weiterleiten. Das hat, je nach Anlage haben die ja unterschiedliche Durchwahlen, über die die persönliche Voicebox erreicht werden kann. Und auch hier möchte ich nur, wenn immer extern speichern. So hätte ich jetzt unterschiedliche Regeln, die ich auf meiner Anrufumleitung für den Mitarbeiter gesetzt habe. Möchte ich das für eine bestimmte Personengruppe machen, kann ich das entsprechend über Mehrfachverwaltung hinterlegen, kann da mehrere mir schnappen. Ich sage jetzt einfach mal, die oberen drei möchte ich bearbeiten. Mit Anrufumleitung und dann mit globalen Wert benutzen oder ich möchte einen individuellen Wert setzen. Umleitung aktivieren. Wir lassen die jetzt mal bei 15 Sekunden. Okay, hier ist noch ein Bug, der ist schon in der Bearbeitung. Eigentlich sollte hier ein Pop-up kommen, mit dem ich das bearbeiten kann. Das ist schon letzte Woche aufgefallen. Gut. Das ist jetzt so eine normale Anlage eines Mitarbeiters. Wenn jetzt ein Telefon kommt, würde ich halt die MAC-Adresse entsprechend bei dem User anlegen. Das Telefon wird am Anfang ans Netzwerkkabel gesteckt. Vorher sollte der User angelegt sein mit der MAC-Adresse und dann zieht sich das Telefon, das meldet sich bei uns an den Servern an, sucht sich die Konfiguration, wenn eine verfügbar ist, lädt es sich die. Und startet dann einmal neu. Das dauert dann ein paar Minuten, bis alles einmal durchgelaufen ist. Und dann haben Sie das Telefon für den Mitarbeiter entsprechend zur Verfügung gestellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter umbenennen möchte, also sprich hier der Max ist nicht mehr der Max, sondern ist jetzt der Karl-Heinz, dann kann ich die Durchwahl behalten? Ich aktualisiere das dann. Habe ich das neu gezogen und jetzt müsste sehen, hier oben ja noch den Max angelegt. Jetzt dauert es ein paar Minuten, bis er sich das auch aufs Telefon synchronisiert und dann sehe ich dann entsprechend den neuen Nutzernamen hier hinterlegt. Ich kann so auch zum Beispiel Mitarbeiter von einer Lokation zu einer anderen Lokation umziehen. Das geht relativ einfach, indem ich hier einfach auf Lokationen klicke, sage, okay, der soll jetzt nicht mehr in München sein, sondern in Berlin. Wenn die Durchwahl noch verfügbar ist an dem Standort, kann die bestehen bleiben. Ansonsten sollte man natürlich eine neue Durchwahl dann entsprechend vergeben. Und das entsprechend ist dann der Kollege nachher über die neue interne Durchwahl erreichbar und hat dann auch entsprechend die Kopfrufnummer von dem Standort, die er dann zum Raustelefonieren benutzt. Also intern wäre er jetzt von München aus mit der Stern 3022 erreichbar. So, wenn wir jetzt in das Thema Anrufsteuerung springen, und zwar wollen wir eine Warteschleife definieren, und zwar für die Zentrale. Nehmen wir mal Zentrale. Die hat einfach mal die Durchwahl 99 an dem Standort Berlin. Eine Voicemail. Soll es nicht bekommen. Ich möchte hier eine Gruppe hinzufügen. Und zwar soll die Gruppe 1 die Teilnehmer der Warteschleife sein, als primäre Gruppe. Und hier unten kann ich definieren, wie lange
die primäre Gruppe versucht wird und wie lange versucht wird, unterschiedliche Teilnehmer der Gruppe zu erreichen. Ich möchte keine maximale Anrufer-Warteschleife haben. Ich könnte jetzt hier sagen, ich möchte eine statisch maximal 5 Leute gleichzeitig in der Warteschleife oder dynamisch anhand der Anzahl der Teilnehmer, aber das lassen wir jetzt mal raus. Was ich jetzt noch hinzufügen möchte, ist eine zweite Gruppe, die nicht die primäre Gruppe ist, sondern die quasi als Überlauf funktioniert, wenn die primäre Gruppe nicht erreichbar ist. So. Jetzt kann ich noch festlegen, für welche Teilnehmer soll das oder für welche Calls soll das funktionieren. Ich möchte, dass das Anrufer von extern erreichbar sein soll, für extern erreichbar sein soll. Deshalb lassen wir hier den Haken raus. Möchte ich eine Umleitung setzen, wenn keine registrierten Nebenstellen da sind? Wir haben das jetzt durch die zweite Gruppe gelöst. Wir haben Nebenstellen, Nachbearbeitungszeit können wir hochsetzen. Das heißt, wenn ich jetzt 3, 4 Leute in einer Gruppe habe und möchte denen zumindest die Möglichkeit geben, noch kurz Luft zu holen, bevor der nächste Anruf zur Verfügung gestellt wird, setze ich den hier einfach hoch. Anruf Nebenstellen in Gespräche signalisieren. Das heißt, ich kann noch zusätzlich einen Signalton weitergeben, dass dort mehr weitere Teilnehmer in der Warteschleife sind. Anruf Nebenstellen mit Rufumleitung immer nicht signalisieren. Das heißt, die Leute, die gerade auf Status, also ihre Rufumleitung eingestellt haben, werden nicht versucht anzurufen und die, die über die Mobility-App integriert sind, sollen auch nicht angerufen werden. Das heißt, bei den beiden setze ich hier den Haken. So. Hier könnte man jetzt noch eine besondere Ansage hoch, zur Verfügung stellen, nur für diese Warteschleife. Kann dann sagen, wie oft diese Begrüßung abgespielt werden soll, welche Musik dann in der Warteschleife gespielt werden soll. Und hier könnte ich nochmal eine Anrufumleitung definieren. So, dann speichern wir das. Jetzt hätte ich meine zentrale Warteschleife. Wenn wir uns jetzt hier den Karl-Heinz angucken, würde ich den gerne mit in die Gruppe reinnehmen, aber er soll nicht statisches Mitglied sein, sondern er soll dynamisch nicht zugehörig sein. Das heißt, er ist erstmal standardmäßig nicht aktiv, sondern er muss sich dort aktivieren. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich so Personen habe, die nur auf Bedarf reinkommen sollen, die können in diesen Status gesetzt werden. Ich gebe denen am besten dann auch noch eine Taste für Join Group. Zentrale. Das ist einmal Key und wenn er eingeloggt ist und nicht angemeldet, also die Texte sollte man gucken, dass die einigermaßen in die Feldgröße passt. Ah, ich hätte erst aktualisieren sollen. Und noch hier. So, genau. Ich hatte vorhin nicht gespeichert, deshalb war der Gruppenname Gruppe 1 noch nicht verfügbar. Hier sollte ich natürlich die Gruppe nehmen, in die ich mich einloggen möchte. Aktualisieren. Aktualisieren. Sind auf den Status nicht angemeldet. Wenn ich jetzt bei mir auf dem Telefon gucke, sehe ich hier den Status nicht angemeldet. Wenn ich jetzt hier drauf drücken würde am Telefon, würde er sich in die Gruppe einbuchen und es würde bei mir auch klingeln, wenn jetzt in der Zentrale es klingeln würde. So kann ich das dann für mehrere Teilnehmer machen. Ich kann die in unterschiedliche Gruppen hinzufügen, in unterschiedliche Teilnehmer hinzufügen. Ich kann sie aktive Mitglieder machen. Ich kann feste aktive Mitglieder definieren,
Das, oder passive Mitglieder, so wie man es jetzt hier sieht. Das kann ich auch direkt sehen in der Gruppenzugehörigkeit, in welchem Status die sich befinden. Und ich sehe auch automatisch hier in der Übersicht dann, wenn ich jetzt hier sage, bei der Zentrale, sehe ich zum Beispiel in der Warteschleife, dass aktuell zwar zwei Nebenstellen hinzugefügt sind, aber keiner davon aktuell angemeldet ist, weil ich bei Karl-Heinz jetzt aktuell nicht angemeldet bin. Wenn ich jetzt den Status hier von, Quatsch, der Gruppen auf aktives Mitglied setzen würde und Gruppenstatus auf statisch, dann sehe ich jetzt hier, dass da bei der Zentrale ein aktiver Teilnehmer ist und dementsprechend auch Gespräche zur Verfügung gestellt werden können. Wenn wir jetzt in der Anrufsteuerung bleiben, in dem Bereich, gibt es eine wichtige Funktion noch, die für Firmen sehr wichtig ist, die Öffnungszeiten haben und auch entsprechend dann agieren wollen. Und zwar, wenn ich jetzt hier, ich kann ein Objekt hier anlegen. Das haben wir jetzt hier einfach demomäßig schon mal gemacht. Das heißt, das Objekt nenne ich jetzt zum Beispiel Öffnungszeiten anhand des Wochentagskalenders. Ich kann hier sagen, für welche Lokation soll das gelten, ob für alle oder für beziehungsweise als Standard oder für eine bestimmte Lokation. Ich kann definieren, wann die Öffnungszeiten sind. Hier kann ich mehrere Objekte hinzufügen. Ich kann sagen, 24 Stunden offen. Ich kann bestimmte Bereiche hinzufügen. Ich kann noch mal eine Datumsabhängigkeit hinzufügen und ich kann das Ganze zum Beispiel sagen, ich habe montags bis mittwochs eine bestimmte Öffnungszeit und ich kann auch sagen, donnerstags und freitags habe ich zum Beispiel etwas längere Öffnungszeit oder eine kürzere Öffnungszeit. Dann kann ich hier noch Gruppen hinzufügen, die zum Beispiel als Überlauf dienen außerhalb der Geschäftszeiten oder wenn einfach dann eine Voicemail angesprochen werden soll, kann das entsprechend hinzugefügt werden. Dieses kann ich dann innerhalb der Objekte entsprechend als Regel global festlegen oder auch individuell festlegen als Verknüpfungstyp, sodass dementsprechend bei gewissen Mitarbeitern die Öffnungszeiten greifen. Da kann ich dann auch sagen, liebe Anrufer, Sie rufen außerhalb unserer Öffnungszeiten an, aber bestimmte Bereiche sind dennoch erreichbar. Und ich kann auch sagen, ich möchte die Öffnungszeiten nicht automatisch, sondern manuell sich aktivieren und deaktivieren lassen. Dann kann man eine Taste definieren bei einem Telefon hinterlegen, bei dem ich das dann entsprechend scharf schalten kann und deaktivieren kann und habe dann so meine Öffnungszeiten dementsprechend zur Verfügung gestellt. Wenn ich jetzt hier noch in das, wenn ich jetzt hier bestimmte Ansagen dazu hinzufügen möchte, kann ich hier in dem Bereich Ansagen hochladen, kann dann Ansagedatei auswählen und weisen nur darauf hin, es müssen natürlich gerade bei Musik und so weiter, muss das Ganze natürlich urheberrechtsgeschützter Inhalt, also Sie tragen die Verantwortung sozusagen für GEMA-Gebühren oder sonstiges. Das müssen Sie hier bestätigen, können Sie die Datei hochladen und können das entsprechend der Warteschleife oder anderen Bereichen zur Verfügung stellen. So. Wir haben hier oben noch die Bereiche, die anderen beiden Fenster zu. Aktive Anrufe. Ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Hier sehe ich einfach nur die eingehenden und ausgehenden Anrufe, die aktuell auf der Anlage sind. Ich sehe, welchen, kann mir anzeigen lassen, welche Nebenstelle, wie lange mit wem telefoniert gerade. Bei Statistik kann ich mir das entsprechend für den Gesamttag heute, gestern, aktueller Monat, letzter Monat ziehen. Kann dann auch sagen, nur eingehend oder nur ausgehend. Und habe dann hier die Möglichkeiten auch für einfache Bereiche, zum Beispiel ein benutzerdefiniertes Zeitfenster ziehen und mir die Übersicht, also benutzerdefinierten Zeitpunkt setzen.
und dann mir das Ganze auch runterzuladen. Man könnte sagen, Übersicht speichern. Und dann lädt er das als Excel-Datei runter. Und hier haben wir jetzt kein Excel drauf. Und habe sie dementsprechend dann für einfache Auswertungszwecke zur Verfügung. Das ist natürlich immer ein Thema, was auch bei Betriebsräten oder sonstigen Datenschutz-internen Themen, die irgendwie vereinbart worden sind, natürlich berücksichtigt werden muss. Dass böse Auswertungen gefahren werden könnten. Deshalb sollten natürlich Zugänge auch nur den Menschen zur Verfügung stehen, die auch entsprechenden Status innerhalb des Unternehmens haben. Also Administratoren und so weiter, die haben sowieso meistens Zugang zu empfindlichen Daten und haben auch entsprechende Vereinbarungen innerhalb der Verträge, dass solche Daten natürlich nicht weitergegeben werden dürfen und so weiter. Wenn ich jetzt ein Telefonbuch anlege, also wenn ich das Admin-Portal habe, habe ich standardmäßig ein Telefonbuch zur Verfügung. Das kann ich ganz normal hier administrieren. Ich habe hier die Möglichkeit, ein Telefonbuch zu importieren. Ich kann auch die Übersicht speichern, die angelegt wurde. Wir können jetzt einfach einen neuen Telefonbucheintrag machen. Das ist einfach eine ganz normale Excel-Tabelle, die ich dann ausfüllen kann und aktualisieren kann. Der einfachere Weg ist eigentlich, ich ziehe mir eine Blanko, also eine leere Liste, fülle die aus mit den Daten, die ich habe und importiere die dann wieder. Gerade für das erste Bestücken des gesamten Systems ist das der einfachere Weg. Wenn Sie ein CRM-System oder so angebunden haben, dann läuft das nicht über diese Oberfläche. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein weiteres Telefonbuch hinzufügen möchte, das ist bei der Anlage nicht aktiviert, okay. Ich habe bei manchen noch die Möglichkeit, hier ein weiteres Telefonbuch hinzuzufügen. Ich kann dann ein zweites pflegen, da kann ich dann auch sagen, das sollen andere Daten zur Verfügung oder zwar andere Spalten zur Verfügung stehen, die kann ich individuell zusammenklicken und entsprechend dann nach meinen Bedürfnissen dann pflegen. Dieses Telefonbuch ist auch erstmal über MyPBX oder über das Telefon dann entsprechend erreichbar und kann auch direkt dann abgerufen werden. Wie gesagt, das andere Thema ist, wenn ich Meta Directory habe, also eine Anbindung an ein CRM-System, dann läuft das auf einer anderen Ebene ab. Da werden die Daten automatisiert importiert und der Telefonanlage zur Verfügung gestellt. Dann kann ich das nicht von hier aus bearbeiten. Sondern da habe ich dann natürlich nicht die Möglichkeiten, das Ganze zu konfigurieren. Da wird das dann einmal bei der Erstkonfiguration abgestimmt, welche Datenfelder wie übernommen werden sollen und entsprechend dann zur Verfügung gestellt. Bei Provisionierung sehe ich einfach die Anzahl der Geräte, die an meine Telefonanlage angeschlossen sind. Ich kann mir die Geräte anzeigen lassen, sehe, welche MAC-Adresse es ist, welcher Gerätetyp das ist. In dem Fall hier ist es zum Beispiel ein Analog-Gateway mit seinen beiden Ports. Ich sehe, auf welcher Firmware das Ganze ist und könnte jetzt von hier aus zum Beispiel könnte jetzt von hier aus zum Beispiel die Firmware aktualisieren lassen zum gewissen Zeitpunkt und dass die Provisionierung aktiviert wird. Bei Interface kann ich sehen, welcher jetzt bei dem Gateway zum Beispiel das Telefon, also der Port 1 durch die Nebenstelle 3428 geblockt ist und die Nebenstelle 2, dass da aktuell kein Gerät zugeordnet ist. Oder keine Nebenstelle zugeordnet ist. So kann ich dann entsprechend auch meine Geräte übers Portal aus zentral verwalten, nebst dann der individuellen Administration von einzelnen Telefonen. Wenn ich jetzt nicht mich von der Ferne aufs Telefon schalten möchte, sondern das übers Portal konfigurieren möchte, kann ich gewisse Tasten halt übers Portal ansteuern, zur Verfügung stellen und
den Mitarbeitern entsprechend helfen. Gut, das wäre jetzt so die Übersicht über die Basis- oder Grundfunktionalitäten. Ich danke Ihnen für die Teilnahme und wünsche allen noch einen schönen und guten Arbeitstag. Vielen Dank.